Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Es ist schon eine Weile her, aber ich hatte euch mal in meinen Stories gezeigt, wie ich Joghurt selber mache. Meine Mama, die macht es im Prinzip schon immer so. Also Mama macht immer den Joghurt selber. Sie isst gar keinen gekauften Joghurt, weil er ihr am besten schmeckt. Ich mag aber auch ganz gerne den Sahnejoghurt. Ich esse den wirklich super gerne, aber ich esse auch gerne selbstgemachten Joghurt. Ich zeige euch heute wie und ihr braucht im Prinzip nur zwei Zutaten. Zum einen ist es nämlich Milch, da nehme ich jetzt einen Liter und zwei Esslöffel Joghurt. Entweder nehmt ihr da jetzt einen Sahnejoghurt oder ihr nehmt einen selbstgemachten Joghurt. Also ich habe jetzt hier auch ein bisschen selbstgemachten Joghurt von meiner Mama. Ich kann aber auch den hier benutzen. Oder ihr nehmt Joghurtferment. Das ist aber ein bisschen schwieriger zu bekommen. In Reformhäusern oder auch online ist es zu kaufen. Aber wie gesagt, nehmt einfach einen Sahnejoghurt, wenn ihr es stichfest haben wollt. Oder auch ganz einfach einen anderen Joghurt. Bei Naturjoghurt könnt ihr gerne 2-3 Esslöffel mehr benutzen. Und ansonsten war es das schon. Was ihr wissen müsst, ist, dass die Milch, die ihr verwendet, die ist ganz wichtig. Entweder nehmt ihr Frischmilch vom Bauern oder ihr nehmt einfach hocherhitzte Milch, die es eben im Tetrapack gibt. Ich habe jetzt hier auch die Tetrapack-Milch. Und die Tetrapack-Milch, die ist ja schon erwärmt. Das heißt, die ist ja schon ultra lange haltbar. Und da gibt es noch diese Frischmilch, die es gibt, die ist 7 Tage haltbar. Und da ist einfach nur wichtig, dass die Milch einmal dann praktisch erwärmt wird auf 95 Grad für etwa 5 Minuten, damit einfach alle Bakterien abgetötet werden. Die Eiweißstruktur verändert sich dann auch, dass eben der Joghurt gebildet wird. Aber bei der Tetrapack-Milch, da ist es alles im Prinzip schon erledigt. Ich werde es jetzt gleich trotzdem erhitzen. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Milch. Jetzt füllt ihr einfach eure Milch in einen Topf und könnt entweder ein Thermometer benutzen oder ihr geht so ein bisschen nach Gefühl. Ich mache es jetzt tatsächlich mit einem Thermometer. Ich habe jetzt hier einen Topf, da kann ich es reingeben und direkt so ein kabelloses Thermometer anschließen. Ist einfach mit meiner Kochstelle verbunden. Aber ansonsten könnt ihr nach Gefühl gehen und es muss bis 95 Grad erhitzt werden. Das heißt bis kurz vorm Kochen. Also so, dass die Milch einfach nicht überkocht, 5 Minuten erhitzen. Wie gesagt, bei Tetrapack-Milch ist es eigentlich nicht notwendig, macht es aber gerne trotzdem. Ich verbinde jetzt einfach kurz meinen Thermometer, dann muss ich nämlich nicht drauf achten. Aber wie gesagt, einfach erhitzen bis kurz vorm Kochen, 5 Minuten lang, das geht natürlich auch. 90. Ihr könnt ansonsten auch gerne so ein manuelles Thermometer benutzen, das könnt ihr dann so reinstecken und einfach auf die Temperaturanzeige achten. Aber wie gesagt, 95 Grad ist gerade so der Punkt, an dem die Milch eben nicht überkocht. Also von daher erkennt man es so auch ganz gut. Während die Milch jetzt hier gerade noch warm wird, könnt ihr auch schon mal eure Gefäße desinfizieren. Das heißt, einfach kurz auskochen in heißem Wasser im Topf oder kurz im Dampfgarer, im Backofen, sodass sie wirklich schön steril sind, damit ihr euch da einfach keine Keime und Bakterien reinholt und der Joghurt eben auch schön fest wird. Das ist wirklich wichtig. Bei mir ist jetzt die Milch auch gleich warm. Ich warte noch kurz 2-3 Minuten und dann geht es hier gleich weiter. Jetzt kommt der beste Part bei der Joghurtherstellung, nämlich Kaimak. Wenn meine Mutter immer Joghurt macht, bis heute noch liebe ich es, diese obere Schicht, diese Rahmschicht so wegzulöffeln. Und jetzt muss die Milch wieder herunterkühlen und zwar auf etwa 50 Grad. Und wenn ihr da jetzt kein Thermometer habt, wie wahrscheinlich die meisten von euch, dann wartet ihr einfach jetzt und rührt immer wieder schön um. Und meine Mutter hat immer gesagt, Hände waschen. Und dann den kleinen Finger nehmen und in die Milch stecken. Und wenn die Milch etwas wärmer als handwarm ist und einfach so kurz vorm Verbrennen des kleinen Fingers, ist sie so etwa bei 50 Grad und dann ist die Temperatur perfekt. Also es darf nicht zu heiß sein, weil dann einfach die Joghurtbakterien nicht funktionieren, aber auch nicht zu kalt. Und gerade so um 50 Grad rum vermehren sich die Joghurtkulturen eben am meisten. Und daher möchte man auch diese Temperatur erreichen. Also warte ich jetzt einfach, bis es schön abkühlt. Wer sicher gehen will, nimmt wie gesagt wieder ein Thermometer. Aber es funktioniert auch alles ohne. Also Joghurt herstellen macht man schon seit Jahrtausenden, auch schon immer ohne Werkzeug, ohne Technik. Wenn ihr sie habt, könnt ihr sie nutzen. Wenn nicht, dann einfach wirklich auf die Tipps achten von meiner Mama. Ich nehme jetzt aber erstmal den Rahmen raus und esse den nämlich auf. Das ist das Beste. Wie so Puddinghaut, ne? Manche mögen es und manche nicht. Aber ich lieb's. Aber es ist noch ein bisschen heiß. Hm.
Übrigens habe ich jetzt eine 3,5%ige Milch genommen. Wenn ihr den Joghurt cremiger haben möchtet, also so ein bisschen satter und voller, könnt ihr gerne noch einen Becher Sahne zufügen. Meine Mama macht den Joghurt auch immer gerne aus 3,8%iger Milch. Wenn ihr aber sagt, hey, ich möchte gar nicht so viel Fett drin haben, dann könnt ihr auch eine 1,5%ige Milch nehmen. Wie gesagt, je mehr Fett, umso cremiger. Aber es hat mit der Stichfestigkeit später eigentlich relativ wenig zu tun. Jetzt hat die Milch die perfekte Temperatur. Wie gesagt, ihr könnt es mit dem Thermometer überprüfen, 50 Grad oder den kleinen, sauberen, gewaschenen Finger in die Milch reinhalten. Und die ist jetzt wirklich so, dass ich so denke, okay, mein Finger verbrennt gleich, aber ich kann ihn trotzdem ganz gut drin halten. Also nicht zu heiß und nicht zu kalt. Jetzt Finger waschen. So. Und dann nehme ich jetzt einfach meine Joghurtkultur, also aus meinem Joghurt hier. Der von der Mama, der ist auch echt gut, aber ich glaube, ich nehme jetzt doch den. Und mit Mamas Joghurt mache ich dann einfach später nochmal eine Portion Joghurt. Denn bei uns wird Joghurt echt oft und viel gegessen. Also einfach jetzt 2 Esslöffel Joghurt reingeben. Schön verrühren. Und bei diesen 50 Grad vermehren sich die Joghurtkulturen, wie gesagt, am besten. Und entweder füllt ihr jetzt die Masse in ein großes Gefäß ein und habt dann einfach ein Joghurtgefäß, oder ihr nehmt viele kleine. Und ich habe gern viele kleine, dann können wir jeden Tag so eine neue Portion nämlich einfach anlöffeln. Und die Kinder essen auch gern den Joghurt einfach so aus dem Glas. So, jetzt habe ich hier alles schön verrührt. Jetzt hole ich meine sterilisierten Gläser aus dem Backofen. Und jetzt kann ich hier die Joghurtmilch eingießen. Ich nehme jetzt ein paar Emaischälchen. In der Türkei wird Joghurt nämlich immer traditionell in so kleinen Emaischälchen oder in so kleinen Tontöpfchen serviert. Und dann nehme ich noch ein paar Weggläser, aber ohne Gummi. Also ich mache die einfach mit dem Deckel dann zu. Ich gebe jetzt hier noch die Deckel drauf, einfach locker drauflegen, ohne Gummi dazwischen. Die Emaischälchen lasse ich jetzt sogar offen, denn ich bereite den Joghurt jetzt im Dörrautomaten zu bei 50 Grad. So kann ich nämlich konstant die Temperatur halten. Ihr könnt es aber auch natürlich ganz ohne Technik machen und einfach den Joghurt geschlossen in ein schönes Handtuch einwickeln, gerne auch noch unter die Bettdecke stecken. Also hier ist jetzt einfach nur wichtig, dass über 4 bis 5 Stunden hinweg der Joghurt einfach schön warm bleibt, damit sich die Joghurtkulturen wirklich schön vermehren. Aber auch nicht zu heiß. Das heißt, ihr könnt auch den Backofen gerne vorheizen auf 50 Grad, dann abschalten und dann den Joghurt hineingeben. Und ich probiere es jetzt einfach mal einmal mit Deckel, einmal ohne. Denn im Dörrautomaten habe ich noch den Vorteil, dass ja auch die Feuchtigkeit entzogen wird und der Joghurt sozusagen auch schön stichfest wird. Und vor allem wird dann die Flüssigkeit, die sich oben gerne oft absetzt, einfach mit weggesaugt. Ja, es gibt auch Joghurtautomaten. Ich glaube, ihr habt da einen daheim, gell, ja. Josh? Ja, aber ich glaube, damit kann man dann nur Joghurt machen. Ich weiß nicht, ich hatte das noch nie. Ja, weil meine Mama, die hat das, wie gesagt, immer einfach nur in ein Tuch eingewickelt, schön kuschelig und dann in den Backofen gestellt. Und das funktioniert natürlich auch. Aber da ihr immer fragt, was kann ich denn so alles mit dem Dörrautomaten machen? Joghurt könnt ihr zum Beispiel auch machen. Also hier rein und dann nach der Wärme Kuscheleinheit vom Joghurt, also wirklich so etwa jetzt 4-5 Stunden mindestens drin lassen, gerne auch 11 Stunden. Und danach kommt der Joghurt einfach für etwa 12 Stunden in den Kühlschrank, damit er schön fest wird und kalt wird. Und dann könnt ihr ihn essen und probieren. Perfekt. Jetzt heißt es einfach nur noch abwarten.
Mein Joghurt war jetzt für etwa 6 Stunden im Dörrautomaten und er ist auch wirklich schon fertig. Also wenn ihr es ohne Dörrautomat und ohne Backofen macht, einfach nur in einem Handtuch macht, dann lasst ihr den Joghurt am besten wirklich 11 bis 12 Stunden einfach schön erstmal warm und dann kühlt er sowieso von alleine ab, da man ja keine Technik benutzt. Und danach stellt ihr ihn nochmal für 12 Stunden in den Kühlschrank und dann ist er wirklich schön kalt und kann sofort verzehrt werden. Bei mir ist es jetzt so, der ist jetzt wirklich schon stichfest geworden. Und es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob mit oder ohne Deckel. Ich stehe jetzt nur auf der falschen Seite. Aber ihr seht schon, hier ist wirklich auch keine Flüssigkeit drauf, ganz wenig nur, weil einfach der Dörrautomat die ganze Feuchtigkeit rauszieht. Und wie gesagt, 6 Stunden war er jetzt ungefähr drin. Er ist schon schön stichfest, aber natürlich noch warm. Das heißt, ich lasse den jetzt kurz abkühlen, dann kommt er in den Kühlschrank und sobald er dann kalt ist, können wir ihn verzehren. Und im Prinzip könnt ihr euch aus diesem Joghurt jetzt immer wieder Joghurt züchten. Das heißt, am besten hebt ihr ein Schälchen immer für die Weiterzüchtung auf und den Rest könnt ihr vernaschen. Unsere Kinder, die essen Joghurt. Also meine Mama, die macht immer 1 Kilo Joghurt pro Woche und der 1 Kilo, der ist dann auch immer gut weg, weil die Kinder einfach viel essen und wir machen da zum Beispiel auch gerne mal frische Früchte rein oder essen Joghurt zum Müsli. Wir essen Joghurt aber auch gerne zu vielen Hauptspeisen. Ihr kennt ja meine Videos und wisst, wie sehr und wie viel Joghurt wir verzehren. Von daher ist es jetzt echt ein ganz cooles Video geworden, glaube ich. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Falls ihr noch Tipps und Tricks habt, auch gerne natürlich. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüssi! Ich würde ihn jetzt am liebsten schon anlöffeln, aber er ist halt noch warm. Aber schon gut stichfest. Ich löffle ihn dann für euch an, wenn er schön kalt ist, okay? Jetzt ist der Joghurt richtig schön fest und kalt und wir probieren ihn. Und ich nehme mir dazu den Josh. Josh, ich komme. Bitte komm in die Küche und probier den Joghurt mit mir. Ich habe hier sogar einen rosa Löffel für dich, aber oh, da ist auch schon ein goldener. Ich glaube, ich nehme den goldenen, ist das okay? Okay. Okay. Also. Ich bin gespannt. Oh, was ich liebe ist, guck mal, diese Haut obendrauf. Bei deinem ist es aber nicht. Der war jetzt schon halt angestochen. Nee, bei dir ist auch nicht, weil bei dir der Deckel drauf war und bei meinem nicht. Ach, okay, und das endet es dann mit der Haut? Ja. Ah, okay, also da kann man sich selber aussuchen, ob man die Haut mag oder ob man es ja lieber so direkt schon kriegt. Ah, cool. Ich glaube, ich finde den so besser persönlich. Ja, ich mit Haut. Okay, na dann. Richtig schön mild, finde ich. Super lecker. Richtig mild. Ich mag das gar nicht, wenn Joghurt so sauer ist. Ja. So oft, wie man kauft, ist ja manchmal so ein bisschen. Ja. Und wenn er mild ist, dann ist oft Zucker drin. Genau. Und der schmeckt und einfach nur schön leicht. Echt angenehm. Leicht und trotzdem stichfest. Ja. Also super lecker. Cool. Zeig mal bei dir die Konsistenz. So schön. Bei dir ist er ein bisschen weicher. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass bei dem nämlich der Deckel drauf war und dann die Feuchtigkeit eben nicht entzogen wird im Dörrautomaten. Und hier bei den Emailschälchen, da wird ja die Feuchtigkeit noch entzogen, weil es ohne Deckel war. Also könnt ihr wirklich dann selber aussuchen, wenn ihr mit dem Dörrautomaten arbeitet. Wenn ihr komplett ohne arbeitet, sowieso immer mit Deckel arbeiten, damit eben auch nichts dran kommt. Also viel Spaß beim Nachmachen eures eigenen Joghurts. War das ein richtiger deutscher Satz? Eures eigenen. Mit eurem eigenen Joghurt. Wird schon passen. Es passt. Schmeckt Macht lecker. Euch den Satz einfach so, wie er passt. Ja. Und die Mädels, die essen den übrigens ganz gern entweder mit Erdbeermarmelade oder einfach zerdrückten Erdbeeren. Also kann man sich ja selber Fruchtjoghurt machen. So einen eigenen kleinen Fruchtzwerg. Großer Fruchtzwerg. Großer Fruchtzwerg, kleiner Fruchtzwerg. Tschüss. Tschüss.